Hallo zusammen. Heute schauen wir uns einmal einen Trockner an, wo die Wäsche nicht mehr richtig trocken wird bzw. der Trockner zu lange läuft. Das liegt meistens am Türsieb. Bei diesem Gerät befindet sich das Sieb im Türbereich im Gehäuse. Das Sieb ziehen wir raus und säubern das gleich. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es bei einigen Geräten ein zweites Sieb gibt. Wenn wir diese Siebe rausgenommen haben, können wir die aufklappen. Die Flusen mit der Hand rausnehmen, wenn Flusen vorhanden sind. Und darauf achten müssen wir, wenn dieses hier weiß ist und nicht mehr richtig durchsichtig ist, sollten wir das Teil nehmen und unter dem Wasserhahn sauber machen mit etwas Spüli, einem weichen Lappen bzw. einer Bürste und das vorsichtig ausreiben und trocknen lassen. Dann gehen wir zum zweiten und gehen gleich vor. Sauber machen, schauen, ob es durchsichtig ist, so wie hier. Dann brauchen wir das nicht weiter sauber zu machen. Wir können es wieder zuklappen. Dann sollte man noch in den Bereich reinschauen, ob hier auch eine starke Verflusung ist. Wenn das da ist, kann man das mit dem Pinsel rausnehmen. Vorsicht mit einem Staubsauger, weil unten drin auch Wasser sein kann. Hinter dieser Klappe befindet sich der Kondensator, der für das Trocknen zuständig ist. Hier haben wir einen Self-Clean. Der Hersteller sagt, wir brauchen hier nicht sauber machen, es spült sich selber durch. Bei einigen Geräten haben wir aber eine Klappe hier, da ist ein schwammartiger Filter drin, den man rausnehmen kann, unter dem Wasserhahn ausspülen kann und wieder einsetzen kann. Der kann feucht rein. Wenn man oben den Filter sauber macht, sollte man den immer gut trocknen, damit kein Wasserfilm mehr drauf ist. Hier hinter befindet sich der Kondenswasserbehälter, den man auch regelmäßig entleeren muss, sonst geht das Gerät auf Störung. Das Teil kann man ganz rausziehen und kann durch diese Öffnung das Wasser ausgießen. Hier ist noch ein Filter drin eingebaut, den man auch regelmäßig sauber machen sollte, damit die Flusen, die in das Wasser reingekommen sind, auch wieder rausgefiltert werden, weil dieses hier immer zum Spülen, zum Reinigen des Self-Cleans ist. Dieses Wasser, was im Behälter ist, wird gerne als destilliertes Wasser bezeichnet. Ist es in einem gewissen Sinne auch, aber es ist kein gereinigtes Wasser. Das heißt, dass hier immer noch Flusenreste drin schwimmen können. Deswegen kann ich es nicht empfehlen, dass Sie das fürs Bügeleisen nehmen, weil diese Flusenreste die Heizung im Bügeleisen verstopfen können. Falls diese Tipps nicht geholfen haben, rufen Sie bitte den zuständigen Kundendienst an, damit er Ihnen weiterhelfen kann. Wie Sie nie wieder Reparaturkosten bezahlen müssen, zeige ich Ihnen in diesem Video.